Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Derail Valley. Ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, dass ich gerne mal so einen Shunting-Job ausprobieren möchte und ich denke, das machen wir heute einfach mal. Schauen wir noch mal, was hier so verfügbar ist. Allzu viel ist es ja nicht. Ich sehe hier auf den ersten Blick, außer da liegt vielleicht noch irgendwas drunter. Nee, das dürften tatsächlich nur zwei Shunting-Jobs sein. Der hier bringt 8.500 knapp und der ein bisschen, der kriegt, bringt 5.500. Gut, das sind drei Waggons, das sind acht. Ich würde jetzt einfach mal den vermeintlich leichteren ausprobieren, weil ich weiß noch überhaupt nicht wirklich, was auf mich zukommt. Können wir das hier schon so ein bisschen eruieren? Also von Steel Mill nach Goods Factory and Town. Also ich stelle mir das ja so vor, dass man einfach einen Zug zusammenstellt, oder? Also das steht ja hier auch. Laden und vorbereiten. Für Departure, also für das Losfahren halt. Ne? Also die eigentliche Zugfahrt müssen wir halt in dem Sinne nicht erledigen, sondern wir stellen tatsächlich nur den Zug zusammen. Jetzt steht hier dummerweise noch nicht, wo das vonstatten gehen soll. Also das Ding ist halt, wir haben halt 24 Minuten und wir würden halt auch noch, oder gibt es hier überhaupt einen Bonus für die Zeit? Moment mal, kann das sein, dass das vielleicht... vergleichen wir mal. Wenn wir hier drauf schauen. Aber hier steht zum Beispiel auf den ersten Blick auch nichts von dem Zeitbonus. Das ist wahrscheinlich erst über den, wenn wir diese Jobkarte hier in den Automaten gesteckt haben. Ich würde das trotzdem schon mal insofern vorbereiten, dass ich die Lok irgendwie mal umpositioniere, dass ich halt schnell irgendwie auf alle Gleise komme. Also ich vermute mal, dass die Zusammenstellung, naja, wobei ich kann gar nicht sagen, wo die Zusammenstellung stattfinden soll. Wahrscheinlich dann eher doch hier drüben, oder? Aber ich weiß es nicht. Also ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. Ich habe das einfach noch nie gemacht. Hier ist ein einzelner Waggon. Ja, irgendwie muss man sich halt dann wahrscheinlich die Waggons zusammensuchen. Aber wir können die Lok zumindest schon mal abkuppeln. Damit wir einfach ein bisschen Zeit sparen. Weil die Zeit läuft ja, glaube ich, ab dem Moment, wo man den Job validiert hat. Also ab dem Moment, wo man das Ding, wo man die Karte in den Automaten steckt. Und da sollte man natürlich möglichst wenig Zeit verlieren. Achso, das ist eh schon abgekuppelt. Ja, gut, von daher. Ich weiß halt nicht, wo ich dann hin muss. Aber ich denke mal, das hier ist eher der Bereich, wo die Züge, die ankommenden Züge abgestellt werden und da drüben werden vielleicht die neuen zusammengestellt. Aber egal. Ich stecke das Ding jetzt einfach mal da an den Automaten rein und dann lassen wir uns mal überraschen. Learning by doing. Also. Einmal das Kärtchen geschnappt, einmal in den Job Validator gepackt. Shunting Job. So, SMSL 27. So, wo steht jetzt hier genau? Okay. Ah, gut, wir müssen genau diese... Moment mal, zwei Waggons? Hier sind doch drei beschrieben. Ah, auf verschiedenen Gleisen müssen die abgestellt werden, sehe ich das richtig? Moment mal. Step 1. Okay, die müssen wir zusammen kuppeln. Anschließend müssen wir den hier wahrscheinlich mit dem Rest noch vereinigen. Da müssen sie alle drei hin. A7L. Das ist also das Ziel. A7L, das ist Bereich B hier drüben. Und das wird ja dann wohl Bereich A sein. A5, A6. Wäre irgendwie unsinnig, wenn hier drüben... Okay, 3, 4, 5, 6. Ist das hier 7? Das müsste ja dann 7 sein, oder? Ist da vorne irgendwo noch ein Schild? Das könnte mühsam werden. A7L. Okay, also da müssen wir hin und wir brauchen CF429. Steht hier beschrieben, wo die Karren sich befinden. A4S. Achso, okay. Also ich muss auf jeden Fall hier rüber, oder? Sehe ich das richtig? A4S, ein einzelner Waggon. Hier drüben. Und zwei einzelne Waggons auf B8S. Okay, das ist dann da drüben. Also müssen wir erstmal B8S. B8S. B60, B8S. Zwei Waggons. Ah, die müssen wir hier erstmal raustrennen, sozusagen. Ne? Okay, wo ist die Jobbeschreibung? Hier. CF F429. Boah, hoffentlich sind die nicht mittendrin. Dann ist das ja wirklich sauätzend. Also ich vermute mal.
Ich meine, wir müssen nicht irgendwie mühsam irgendwie den schweren Zug irgendwo den Berg hochziehen oder sowas in der Richtung, aber es wird, glaube ich, mühsam werden. Wenn die beiden Waggons jetzt nicht hier irgendwo am Ende stehen, wenn die hier mittendrin irgendwo rumgammeln, dann sind wir damit eine ganze Weile beschäftigt. Dann wird das schwierig mit dem Bonus. Gibt es überhaupt einen Zeitbonus? Fragen wir doch mal so. Müsste ja ganz hinten eigentlich irgendwo stehen, oder? Aber vielleicht gibt es für diese Shunting-Jobs einfach auch gar keinen Zeitbonus. Okay. Seite 1. 429 und 138. 429, 138. Schauen wir doch mal. Ich hoffe, dass die hier ganz hinten sind. 429, 138. Okay. Sind auch hier nicht mehr angekoppelt. Das passt eigentlich schon mal ganz gut. Dann müssen wir die hier rausschleifen. Das sollte soweit ja kein Problem sein. Und dann müssen wir aber auf die andere Seite rüber. Wie kommen wir da hin? Hier vorne wahrscheinlich, oder? Das wird ja richtig mühsam. Ach, hier ist. Ach, okay, hier ist der Start. Könnt ihr euch erinnern? Da startet man das Spiel. So. Wir müssen aber. Ah, okay, wir müssen die also hier rausziehen. Oder schieben, je nachdem. Wobei, das sollten wir uns schon eigentlich vorher überlegen, oder? Weil wenn wir hier auch noch. Oh Gott. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Aber das ziehen wir jetzt natürlich durch. 518a, 4s, das war hier drüben, ne? Gehirn wie ein Sieb. A4s. So, da müssen wir hin. Das überlege ich gerade. Dann macht schon Sinn, mit der Lok von dieser Seite dran zu gehen, denke ich mal. Weil dann können wir die Waggons, naja, wobei wir können die ja gar nicht rausziehen. Ja, wir müssen ja von der Seite dran, das geht ja gar nicht anders. Und dann müssen wir vielleicht nochmal umsetzen. Ich denke nur gerade laut, ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn. Gut, also die beiden brauchen wir. Die sind aber hoffentlich schon zusammengehängt. Ups. Na, so. Der kommt mal weg. Die sind gekuppelt. Ja, okay, gut. Dann haben wir eh nur die Option. Dann, wenn wir den hier brauchen, dann stellen wir uns schon mal die Weichen, wenn wir schon mal hier sind. Hier ganz nach links. Das passt. Lok steht hier vorne. Die Weiche passt auch schon. Die müssen wir noch stellen. Die müssen wir stellen. Stimmt das so? Ja, das stimmt schon mal. Und dann müssen wir ganz da raus und dann einfach hier rüber. Gut, dann machen wir das mal. Packen wir das Ding auch wieder weg. Ab auf die Lok. Eingestiegen, angeknipst die Karre. So. Läuft. Richtungswender zurück. Tastenbelegung F1, F2. So. Ist die eigentlich jetzt wieder vollgetankt? Kann das kaum erkennen. Cab Light. Oh, passt. Lüftet man mal auch mal an, vorsichtshalber, kann ja nicht schaden. Vielleicht nicht zu schnell beschleunigen, oder nicht zu viel beschleunigen hier in dem Fall. Ja, Bremse ist aber schon gelöst, oder? Ich kann es mir nicht wirklich merken, aber so müsste es eigentlich passen. So. So, Richtungswender nach vorne. Und dann müssen wir die Weichen nochmal umstellen hier, oder? Sind die. Ja, okay. Sind wir da? Geht das noch? Müsste eigentlich gehen, oder? Wir sind gerade so über die Weiche drüber. Stellen wir die mal um. Das sollte schon in Ordnung gehen. So.
Aber da ist die Bremse doch noch angelegt. Ich habe es mir echt nicht gemerkt seit dem letzten Mal. Das ist ja. Jetzt ist sie, glaube ich, gelöst, oder? Brakepipe, jetzt geht hier der Druck runter. Geht er nicht weiter? Aber jetzt ist sie, glaube ich, gelöst. So. Oder bringe ich das doch durcheinander? Ich muss das nochmal nachlesen. Versprochen, nach dieser Folge schaue ich mir das alles nochmal ein bisschen genauer an. Ich habe einfach so lange nicht gespielt. So. Okay. Ja, passt aber. Alles klar. Gut. Dann einhängen. Verzwirbeln. Und da brauchen wir, das hier ist für Doppeltraktion. Wir brauchen den hier. Den müssen wir mit dem hier zusammenführen. So. Hahn auf. Hahn auf. Das passt erstmal. So. Da müssen wir überlegen. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt müssen wir den in die Richtung bringen. Müssen wir da nicht nochmal umsetzen, frage ich mich gerade. Eigentlich schon, oder? In die andere Richtung kommen wir nicht raus. Ich würde fast schon sagen, dass wir da nochmal umsetzen müssen. Weil ich muss ja... Ich zeige euch das gleich, aber ich muss ja... Ne, ich muss auf die andere Seite dann nochmal rüber. Mühsame Geschichte, Leute. Na schön. Mir fällt eine Sache gerade noch ein. Ist der hintere Hahn denn überhaupt zu? Der muss ja auch zu sein, sonst haben wir ja kein geschlossenes System. Würde ich mal behaupten, aber der ist zu. Okay, das passt. Dann schanden wir mal weiter. Das denn mit dem Umsetzen, frage ich mich gerade. Also erstmal hier raus. Ich meine, zum Umsetzen bräuchte ich hier zwei freie Gleise. Sonst geht das ja gar nicht. Also das muss mir das Spiel jetzt schon anbieten. Oder? Sehe ich das gerade richtig? Ich würde schon sagen, oder? Und die sind alle belegt. Also müssen wir ja eigentlich letztlich, wir haben jetzt nur die Option hier einmal in der Mitte durch. Weil irgendwie da lang, das bringt uns ja alles nichts, ne? Oder doch? Nee, von da sind wir ja praktisch hergekommen. Und wir müssen ja in die Richtung. Und da ist kein Schienenverlauf. Also müssen wir in der Mitte durch. Wir haben gar keine andere Option. Also stellen wir mal die Weichen. Den stellen wir so. Den auch, dann kommen wir in der Mitte durch. Oder hat mir hier links auch noch ein Gleis frei? Dann könnte ich die beiden Wägen auf das mittlere Gleis parken. Und dann hier links mit der Lok dran vorbei. Aber das... Nee, das steht... Nee, die sind ja alle blockiert. Okay, wir haben gar keine andere Option. Soll mir auch recht sein, dann ist ja alles klar. Weil wir können gar nicht anders als mittendurch. So, Richtungswender nach vorne. Und Gas. Dann drücken wir die hier mal durch. Also vielleicht stehe ich total auf dem Schlauch. Aber es erscheint mir doch ein bisschen komplizierter als gedacht. Oder können wir vielleicht hier drüben, wenn wir sie hier reinziehen und nicht drücken, da drüben in dem Bereich, vielleicht können wir da noch irgendwo umsetzen. Muss ja, also irgendwie muss ja eine Option geben. Da müssen wir erstmal jetzt ganz raus. Wie schnell sind wir? Ja, nicht zu schnell werden. Tempo 50 ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten hier. Das wird noch interessant.
meine, da hinten wäre halt auch eine Drehscheibe. Aber ja gut, das bringt uns auch nichts, ne? Ne, kann ich nicht den ganzen Zugverband auf die Drehscheibe quetschen und dann drehen. Funktioniert auch nicht so. Ne, ich sehe ehrlich gesagt keine andere Möglichkeit, als jetzt erstmal raus und dann den ganzen Kram hier reinziehen. Und vielleicht können wir da nochmal irgendwo umsetzen. Das könnte gehen. Da haben wir ein paar Gleise zur Verfügung. Da müssen wir uns anschauen. Aber 24 Minuten, Leute, Leute. Halte ich für unrealistisch. So, dann halten wir hier mal an. Okay. Zug steht. Können schon mal die Weichen stellen. Den hier brauchen wir auf jeden Fall. Dann geht's hier links entlang. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz... Da war der einzelne Waggon. Das ist der hier, ne? A5S, ist das richtig? Ne, das war hier drüben. A4S. Genau, da müssen wir hin. Wie kommen wir jetzt dahin? Haben wir hier hinten noch irgendwie die Möglichkeit, was zu machen? Nee. Also, wir ziehen den Zug jetzt hier rein. Naja, dann Moment mal. Wir müssen ja auch noch... Wir haben ja auch noch ein Zielgleis. Ich meine, theoretisch könnten wir den anderen... Wir könnten tatsächlich Lok voraus hier reinfahren und dann den einfach vorne dran spannen. Das macht ja auch nichts. Könnte man theoretisch so machen und dann zum Zielgleis fahren und da dann versuchen, einen zusammenhängenden Zugverband herzustellen. Weil ansonsten, ich wüsste jetzt nicht... Ich wüsste echt gerade nicht, wie ich das sonst hier bewerkstelligen soll, ehrlich gesagt. Lok voraus, hier rein. Bringt uns nichts, wenn wir hinten nicht rauskommen. Das bringt alles nichts. Ich glaube, ich muss den sogar vorne dran koppeln, oder? Können wir hier drüben irgendwas machen? Auch nicht. Lok voraus, hier rein. Lok abkuppeln auf die Drehscheibe. Bringt uns aber auch nichts. Wir können sie ja dann nur wir können sie halt einmal rumdrehen. Aber das bringt uns ja nichts. Ansonsten ist die Drehscheibe ja nur an die Abstellgleise angeschlossen. Bringt uns also gar nichts. Wir müssen eigentlich... Wir können hier nur voraus, also Lok voraus rein und den dann vorne ankoppeln. Dann schauen wir nochmal in die Jobbeschreibung gerade rein, wo wir eigentlich nochmal hin müssen. Hier. So, das wäre dann Schritt... Load following cars with cargo... A7L, da müssen wir hin, ne? A7L. Ah, oder ich sollte vielleicht erst den einen abliefern, dann den anderen abliefern. Würde vielleicht mehr Sinn ergeben, oder? Ah, hier müssen wir ja eh schon hin, oder? A7L. Warte mal. Natürlich, das ist ja A7L hier drüben. Ja, scheiße. Scheiße, wie mache ich das denn? Ah, jetzt bin ich ja, jetzt stehe ich Lok voraus da. Wenn ich hier reinfahre, komme ich hinten nicht mehr raus. Das ist ein Stumpfgleis. Oder ich bediene mich der anderen Lok möglicherweise noch. Es gibt ja noch eine Lok da drüben. Wo war sie denn? Bei der Drehscheibe. Ich meine, die könnte ich mir halt auch noch zur Hilfe holen. Das wäre doch vielleicht eine Option, oder? Ich glaube, so mache ich's. Ich fahre jetzt Lok voraus auf A7L mit den beiden Waggons, die ich am Haken habe. Dann wird abgekuppelt. Dann schnappe ich mir die andere Lok. Hol mir den Waggon. Raus, rein und zusammenkuppeln. Das müsste funktionieren. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Weg gibt, aber so, das erscheint mir schon sinnvoll. Ich glaube, so machen wir es. Also, Weichen stellen. Comms Radio. Dann müssen wir hier einfach nur gerade rein. Da parken wir die ganze Geschichte dann. Weichen passen soweit. Hier haben wir links abknickend. Okay, das passt. Sehr gut. Das sollte funktionieren. Ja, wie gesagt, also keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Vielleicht gibt es tatsächlich eine bessere Lösung. Das ist eben jetzt meine Lösung. Richtungswender nach hinten in dem Fall. Und ab nach A7L. Bisschen viel Gas gegeben vielleicht.
Wägelchen sind noch da, ja? Okay. So, ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geachtet. Aber das werden wir nicht schaffen, glaube ich, in der vorgegebenen Zeit. Da muss man schon ein bisschen mehr Übung haben. Und sich nicht ganz so doof anstellen wie ich, vermute ich mal. A7L. Wie viel Platz haben wir da eigentlich? Ja gut, ich ziehe die mal nach ganz vorne, ne? Und ich hoffe, das passt dann so. Bin sehr gespannt. Ich meine, zur Not, ich habe ja eine zweite Lok zur Verfügung, die ich jetzt sowieso gleich verwenden werde. Zur Not kann man da auch noch so ein bisschen so rumrangieren, dass man diese Lok hier wieder rausbekommt. Wenn es denn wirklich notwendig sein sollte. Ich vermute mal irgendwie... Ja, so wird das schon passen, oder? Hoffe ich doch mal. Ja, wir werden es rausfinden. Lok aus. Abgekuppelt. Hahn dicht. Hier öffnen. Und den Haken hier rüberhängen. Oder runterbaumeln lassen, scheißegal. Kopf einziehen, andere Lok holen, anderen Wagen holen. Okay. A4S, da müssen wir hin. Also erst einmal raus hier. Drehscheibe müssen wir natürlich noch nutzen. Wie ging das nochmal hier dritten? Na komm, die ist nicht ein bisschen schneller. Doch, die ist relativ flott, die Drehscheibe. Den brauchen wir. Kann man die nicht irgendwie per Shortcut bedienen? Mit den F-Tasten irgendwie? Ich schaue gerade auf meinem schlauen Zettelchen nach. Scroll, Flip. Ne, für die Drehscheibe steht hier nichts. Okay. Also das manuell machen. Gibt es da eigentlich vorgegebene Positionen? Rastet die automatisch ein? Oh, das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Stückchen zurück nochmal, ne? Ah, das ist natürlich hier auch Millimeterarbeit. Und noch ein Stückchen. So, hier. Hat die sich jetzt schon bewegt? Das ist so schwer zu sagen, wenn man es einfach so schlecht sieht. Ah, sollte funktionieren. Das passt. Okay. Der nächste bitte. Dann schnappen wir uns die Karre hier mal. Zack, Engine on. Läuft da? Ja, läuft. Cab Light on. Und ab auf die Drehscheibe. Ja, passt doch, oder? Wunderbar. Der Shunting Job. Ja, ein bisschen mühsam die ganze Geschichte. Ich dachte mir so, ja, boah, ist ja easy money hier so ein bisschen rumrangieren, aber ist halt zeitaufwendig, ne? Eine Bremse angezogen. Was mache ich denn nur falsch in diesem Spiel? Was mache ich nur falsch? Sag mal. Richtungswender? Moment. Ach, okay. Ja. Könnte helfen. Gut. Dann, wo müssen wir hin? Den da brauchen wir. Also da drüben den Einzelnen. Vielleicht nicht ganz so schnell. Jetzt entgleisen wäre ein bisschen ungünstig. So. Brems. Okay. Comms Radio.
Der passt. Richtungswender umstellen. Bremse lösen. Ist der jetzt ganz vorne? Ja. Okay. Sollte funktionieren. Alles andere wäre enttäuschend. Ein bisschen langsamer werden. Mit 40 sollten wir hier nicht drauf rumpeln. Oh, Brems. Brems. Okay, das sieht ganz gut aus. A4S. Kontrollieren wir vielleicht nochmal. Bin mir zwar zu 99% sicher, dass wir hier richtig sind. Mal ein bisschen zurückblättern. A7L, da müssen wir hin. A4S, okay, passt. Ah ja, gut. Das kann der schon ab. So, dann müssen wir den Kollegen an den Haken nehmen hier. Und die sind ja auch immer noch nicht beladen. Also da haben wir ja immer noch ein bisschen was vor uns. So. Zack. Einmal verzurren, einmal vertauen. Schläuche dran. Ventile auf. Schauen wir mal, dass hier unten hinten auch wirklich zu ist. Und wieder in die andere Richtung. Und dann sind wir nämlich genau in der richtigen Position, dass wir den auf den anderen Zug praktisch draufschieben können. Genial, nicht wahr? Okay, ich gebe zu, es ist eine schwere Geburt. Okay, wo müssen wir nochmal hin? Also ganz raus. Über diese Weiche hier vorne noch drüber. So, bremsen. Okay, passt. Comms Radio. Fernbedienung gezückt. Weiche gestellt. A7L. Letzte Kontrolle. Müsste aber passen. Schritt 2. A7L. Okay, passt. Boah, ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersehen habe. Es wäre unglaublich frustrierend, wenn man jetzt beispielsweise einen verkehrten Waggon dabei hätte. So, dann drücken wir den da mal rein. Und dann hoffe ich mal, dass das mit dem Beladen auch funktioniert, dass die einfach alle in der richtigen Position sind. Okay. Ja, das wird schon. Das wird schon. So, langsam ans Bremsen denken. Bisschen stärker ans Bremsen denken. So. Kurz zum Stillstand kommen und dann ganz behutsam. Also mehr oder weniger behutsam. Gut. Dann, der ist gekuppelt. Dann kuppeln wir die hier noch zusammen. Ich denke mal, das wird notwendig sein, oder? Und dann sollten wir sie theoretisch beladen können. Rein theoretisch. Schauen wir mal. Ob das jetzt wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Hahn auf, Hahn auf. Hier nochmal kurz kontrollieren. Müsste aber passen, ne? Ich meine, die sind nicht mehr verbunden hier, ne? Ne. Okay, dann schauen wir mal. Ich meine, was ich mir vorstellen kann, dass der jetzt nicht exakt genau in dem Bereich steht. Dass wir hier noch ein Stückchen raus müssen. Dass der Waggon vielleicht in voller Länge hinter dem Schild sein muss. Schauen wir mal. Ob da jetzt schon irgendwas funktioniert. Hier ist diese komische Vorrichtung. Die Bedieneinheit. Load, Unload. Ah, Moment, man muss sich das noch aussuchen vorher, was ich beladen.
laden soll. Train in Rage. Range steht hier. Also müsste eigentlich funktionieren, oder? Ah, sieh an! Er ist beladen! Ja! Okay, cool. Das hat schon mal funktioniert. Screenshot. Und jetzt müssen wir den aber, glaube ich, noch irgendwo hin verbringen, oder? Können wir jetzt hier nicht so stehen lassen. Ah, cool. So. Dann schauen wir mal nochmal in die Jobbeschreibung. So. Schritt 2 hatten wir erst. Uncouple following cars at station track B40. Okay, den müssen wir also nochmal umparken. B40. Ist irgendwo hier drüben. Einer von denen. B40. Okay. Na gut, kriegen wir hin. Sehr schön. Das ging ja wie geschmiert. Fast keine Fehler gemacht. Zumindest keinen gravierenden, würde ich sagen. Richtungswender in die Richtung. Na, ist der jetzt ganz hinten? Ja, müsste passen. Gas, Gas, Gas. Cool. Nein! Was ist denn... Habe ich die... Ich habe die doch verbunden. Stopp, stopp. Scheiße. Ich habe die doch verbunden. Was habe ich denn jetzt gemacht? Versteht nicht. Ich habe die doch zusammengekuppelt, sag mal. Moment mal. Moment mal, Moment mal. Scheiße. Brakepipe ist am Blinken. Ah, hatte ich den Hahn? Moment, okay, der ist jetzt geöffnet. Warum hat es den denn wieder auseinandergezogen? Hatte ich den... Habe ich den nicht zusammengezurrt? Kann das sein? Ich habe nicht drauf geachtet. Kann das sein? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So. Jetzt haben wir wieder Bremsdruck. Jetzt können wir auch wieder fahren. Das kann sein, dass ich das übersehen habe. Dass ich nur die... Also nur den Haken drüber gehängt habe. Das passt schon. Rums. Etwas unsanft vielleicht. So. Oh, da hätte ja auch einiges kaputt gehen können jetzt hier. Die sind aber... Die sollen schon unter den Waggons, zwischen den Waggons, muss man das Ding hier schon auch fixieren, oder? Ja, muss ja eigentlich so sein, oder? Geht ja gar nicht anders. Hoffe ich zumindest. So. Dann machen wir hier wieder auf. Da wieder auf. Nein. So, jetzt. Also, geöffnet und gekuppelt. Und hier hinten sind wir ja nicht mehr verbunden mit der anderen Lok. Das müsste alles so passen. Hier nochmal einen letzten Blick. Offen, offen und verbunden. Mann, Mann, Mann. Na, was sagt er? Ja, das sieht gut aus. Nicht wieder auseinanderfallen hier, bitte. Geh nicht kaputt. Lass mich nicht im Stich. Cool. Hübsche Stahlbeladung. Noch alles gut. Ja, also ich denke mal, die 24 Minuten oder was das waren, die werden wir wohl gerissen haben. Ich denke mal, jetzt schon längst. Aber egal. Hauptsache, wir erledigen unseren Job. Scheiße, hier raus. Temperatur, alles gut, oder? Ah, wir haben ein bisschen Wheelslip, kann es sein. Tatsächlich. Bisschen zu viel Gas gegeben hier. So, okay, jetzt müssen wir den ganzen Kram nochmal ganz rausziehen und dann hier auf B40 bringen. Das werden wir wohl auch noch irgendwie hinkriegen. Und dann gibt's Asche. Hoffe ich doch. Money, money, money.
Boah, ich bin mir echt nicht ganz sicher, was mühsamer ist. So ein Shunting-Job, das hat jetzt doch eine ganze Weile gedauert. Und das waren jetzt nur drei Wägen. Drei Waggons. Bei dem anderen wären es 8 gewesen. Und wenn die auf 5 verschiedenen Gleisen stehen, ich weiß es ja nicht, kann ja sein, dann bist du da schon ordentlich beschäftigt. Also so richtig easy money gibt es einfach nicht in diesem Spiel, ne? Das ist immer mit doch relativ mühsamer Arbeit verbunden. So, einmal bitte bremsen hier. Lass die Bremse auch leicht angezogen, damit er mir nicht wegrollt. Richtungswender kommt schon mal nach vorne. Wobei, wir können langsam anfangen. Weichen stellen wir einfach während der Fahrt. Na, setzt er sich in Bewegung oder rollen wir jetzt wieder bergab? Bisschen mehr Power. Möchte nur nicht zu schnell werden. Okay. Können wir nämlich nach vorne flitzen, während sich der Zug in Bewegung setzt und dann die Weiche vorne stellen. Okay, Zug bewegt sich. Fernbedienung raus und einmal den hier umstellen. Dum, 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 dum. Wo müssen wir hin? Ich erkenne es noch nicht von hier. Aber ich glaube hier, so und so. B40 war das, ne? Ich kann es nicht erkennen. Ach shit, wir müssen darüber. Scheiße, war schon falsch, oder? Nein, 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 passt noch. Ja, gut, gut, gut. Das könnte ein bisschen schnell sein. Komm, beweg dich. Brems. Oh, scheiße. mit 20 km/h. Uiuiui. So. Da steht er jetzt also. Dann müssen wir den jetzt noch zusammen kuppeln. Schauen wir mal. B40. Das ist schon richtig, oder? Lieber nochmal nachsehen. Also. B40. Ausgezeichnet. Wunderbar. Wie bei Profis. So. Letzte Seite. Step 4. Okay, das müsste es gewesen sein. Oder müssen wir die noch mit dem restlichen hier ankuppeln? Achso, abkuppeln müssen wir so auf jeden Fall noch. Step 3. Mhm. Und das müsste dann eigentlich schon gewesen sein. Das war ja einfach. So. Wupp. Na, Mann. F-Taste gedrückt, aus Versehen. So. Hier wieder lösen. Zu und Haken weg und trennen. So, das müsste es gewesen sein, ne? Okay. Ab ins Office. Gib mir mein Geld. Hier muss ich ihn reinstecken, ne? Jo. Complete! Yeah! Moment mal, Bonus-Time. Elapsed-Time. 35 Minuten, okay. Ja, knapp 10 Minuten drüber. Da hätte man auch schneller sein können. Aber ansonsten... Naja. 5562. Car Damage. Ach! Das habe ich... Da habe ich gar nicht dran gedacht. Mit den fiesen Undock-Manövern. Minus 3000! Und Cargo Damage hatten wir auch noch. Boah, das ist ja zum Kotzen. 5,5 hätte es gegeben und ich muss 3.300 muss ich blechen. Weil ich so viel Scheiß gebaut habe. Es ist ja zum Kotzen. Okay, das teuerste war tatsächlich, dass ich einfach die Waggons beschädigt habe. Da muss ich einfach viel langsamer dran fahren. Das habe ich einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte mir, das passt schon. Aber jetzt habe ich den Salat. Ja, super. Mülleimer. Weg damit. Schön. Was piepst hier die ganze Zeit? Achso, hier. Achso, ja, stimmt, das gilt. Kann ich gleich blechen hier, oder? Direkt. Fies. Confirm. Print. Moment mal, hier sind es aber nur noch minus 2000. Ah, da kommt noch mehr, oder? Nee, wobei...
Habe ich hier irgendwie einen Bonus noch gekriegt irgendwie? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, blechen muss ich so oder so. Wie war das nochmal? Weg mit dem Ding. Ich muss, glaube ich, einfach nur jetzt noch hier mein Dings. Ach, hier ist die. Ah! Das bezieht sich auf unterschiedliche Lokomotiven, sehe ich das richtig? Ist das. Moment mal. Ach du Scheiße, da kommt ja viel zusammen. Aber wir müssen 3.100 zahlen, da kommen wir jetzt einfach nicht drum rum. Sehe ich das richtig? Muss jetzt den Geldbeutel nochmal reinstecken, oder? Wie war das? Wallet. Zum Kotzen, wirklich absolut zum Kotzen. Er lässt mich nicht. Confirm. So. Confirm. Ja, muss ich die einzeln zahlen, oder? Verstehe ich nicht so ganz. So, wie viel haben wir jetzt noch? Das hat sich halt nicht wirklich gelohnt. Jetzt haben wir 15.000. Hat man doch vorher auch, oder? Na, 13.000 irgendwanns. Also viel haben wir da jetzt wirklich nicht verdient. Einfach wegen den Schäden, die ich da irgendwie verursacht habe. Und dann noch an zwei verschiedenen Lokomotiven und an zwei Waggons. Zum Kotzen. Ich glaube, so schnell mache ich keinen Shunting-Job mehr. Mal schauen, was könnte man da als nächstes nehmen? Also werden wir natürlich in dieser Folge nicht mehr machen, aber ich würde schon sagen, da fahren wir lieber wieder eine Runde, oder? Freight Hall, darf ich das? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das nochmal mit den Lizenzen? Freight Hall. Ja, doch, Freight Hall dürfen wir. Genau, Logistical Hall, das darf ich noch nicht. Aber Freight Hall, da haben wir ein bisschen was zur Verfügung, oder? Der Grüne hier vor allem. Ah, der wäre. Oh, der wäre aber. Oh. Aber der ist schwer. Das ist halt ein richtiger Stahlzug. Würde der funktionieren mit einer Einfachtraktion, frage ich mich. Aber Machine Factory in Town ist halt die Frage, wenn das praktisch unterhalb von Steel Mill liegt, wenn das nicht, wenn wir da keine Steigung drin haben, dann würde es natürlich schon funktionieren. 180, also von den Lizenzen her müsste es klappen, oder? Länge 1 besitze ich doch. Oder nicht? Ich meine schon. Ja, der wäre auf jeden Fall eine gute Option. Wobei, der bringt auch nicht wenig Kohle und der wäre nicht ganz so schwer mit 400 Tonnen. Der wäre vielleicht besser. Und beim Habern-Taum war ich da überhaupt schon. Weiß ich nicht, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Da müsste es ja dann theoretisch auch einen Hafen geben, nicht wahr? Wo sind wir denn? Steel Mill, Harbour and Town. Da müssten wir hier runter. Das andere war Machine Factory and Town. Das befindet sich da links oben. Na gut, werden wir rausfinden. Ich überlege es mir, was wir nächstes Mal veranstalten werden. Aber irgendwie eine Freight Hall wahrscheinlich. Und wenn es geht, halt einen, der ein bisschen mehr Geld bringt. Sonst ist das echt wahnsinnig frustrierend. Na gut, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.